2 Kilo Chicken Wings. Mm. Ja, schaut, die sind Hähnchenflügel, ganz normal, ja. Ganz normale, 1 Kilo. Also ohne die Spitze, ist nicht dabei, ne? Die braucht man ja nicht. Und dann habe ich hier noch 1 Kilo durchgeschnitten hier. Zack. Also 1 Kilo habe ich so gemacht. 1 Kilo habe ich so. Und die tun wir jetzt erstmal richtig gut marinieren. Und für die Marinaden habe ich schon einen Haufen Zeug hier. Ich habe hier brauner Zucker, Salz und Pfeffer, Curry und Paprika. Das genaue Rezept für meine Marinaden, das stelle ich euch natürlich unter meinem Video in die Infobox. Und jetzt mixen wir die Marinaden zusammen und würzen unsere Hähnler. Die Chicken Wings. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt das Mangel an Respekt. Bitte verstehen, mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Also. Zu meiner Gewürze kommt jetzt Olivenöl und Sojasauce. Nein, damit. Ja, das ist nichts für dich jetzt, ne? Warte mal. So, dann habe ich hier Ahornsirup. Ja. Der ist nicht ganz so süß, ja. Und eine rote Zwiebel und 3 Knollen Knoblauch. Zwei Chili mit Körner. So. Und bevor wir das vermischen, brauchen wir jetzt noch den Saft von einer Bio-Zitrone. Ja, schön rein damit. So. Jawohl. So. Dann tun wir das schön vermischen. Und dann haben wir schon. So. Auf geht's. Das schleimige Zeug. Das kippt mir nämlich jetzt da rein. Schaut's aber. Mordebombe. Ja. So. Leider mit. Das Ganze lasse ich so circa 6 bis 8 Stunden jetzt ziehen. Das Gute ist in der Jahreszeit, ja. Man muss das nicht in einen Kühlschrank stellen. Man deckt das ab und lässt es hier draußen. So, ich stehe mal auf. Besser rumrühren kann. Jawohl. Und für den Grill habe ich mir da auch was einfallen lassen. Ich zeige euch das dann später. Ich will die um an. Ja, ich mache ein Feuer in der Mitte, also eine Glut. Und außenrum will ich die Chicken Wings legen. Schauen wir mal. Aber das ist noch in weiter Zukunft. Jetzt lassen wir es erst einmal ein paar Stunden mit der Marinaden schön durchziehen, ja? Jawohl, ich denke, das reicht so. So, hei, hei, hei. Okay. Dann sehen wir uns am Grill. 2 Kilo Chicken Challenge. Oh. 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 Oh, das kann man Sushi essen, ey. Roh. Oh. Oh, das riecht geil. So, jetzt haben wir das Zeug drauf. Ja? Gut, schauen wir mal, wie wir das machen. Meine Herren. Zack. Zack. Ja, ihr müsst jetzt die ganze Stunde nicht mehr anschauen.
ich habe das draufgelegt, weil das dauert bestimmt ewig lang. Ich zeige euch jetzt den Anfang. Ja. Gut. Ja, natürlich, der ganze Grill wird eingesäumt wie die Drecksau, das ist ganz klar. Aber dafür hat man einen Grill, dass man manchmal einsäumt. Ja? Das macht nichts. Der wird schon wieder sauber gegangen. Oh. Na ja, gut, das holen wir wieder raus. Gut, weiter. Auf geht's. Ihr seht schon, das ist alles gar nicht so einfach mit dem flutschigen Zeug. So. Jawohl. Also bis gleich, ich leg da jetzt weiter auf und das andere hole ich wieder raus, ja? So einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, ist diese Chicken Challenge gar nicht. Erst einmal 2 Kilo da außen auf den Ring drauf zu kriegen, das ist gar nicht so einfach. Jetzt schaut mal. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt schauen wir mal, wie das dann brutzelt, weil innen drin ist ja die Hitze. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich jetzt den Deckel drauf mache, ob vielleicht alles verbrennt, ob alles schwarz wird. Das müssen wir jetzt mal schauen. Ich mache jetzt mal so, ja, sagen wir mal 15 Minuten den Deckel zu und dann schauen wir mal noch, okay? Wir schauen mal noch, okay? Ich habe schon mal rumgedreht. Oh, das duftet, das leckert. Das ist schon echt geil. Echt geil. Eine geile Challenge. Ich freue mich schon, wenn wir dann gleich probieren. Und ihr seid natürlich dabei. Ich zeige euch, wie ich probiere. Rock'n'Roll, hey, Rock'n'Roll, Chicken Wings, hey, Chicken Wings. Wir schauen jetzt einmal nach, okay? Wow. Yeah. Das ist Chicken Wings, Rock'n'Roll. Willkommen auf meiner Challenge Party. So, wir holen uns jetzt mal so ein kleines Knöspchen, ein Holzchen und ein und ein Flügelchen und dann hau mir das mal rein. Oh yeah! So, das sind also die drei Varianten, ja, von Flügelchen von meine Chicken Wings und ich finde, die sehen richtig, richtig lecker aus. Jetzt werden wir mal probieren. Schaut's hier. Ich meine, das war echt geil. Ich habe richtig eine heiße Glut gehabt von 240 Grad. Ich habe das ein wenig runterkühlen lassen, so auf 260, 270. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, weil ich habe schon ein wenig Angst gehabt, dass das ganze Zeug verbrennt, dass es sehr schwarz wird. Weil wenn man ein wenig Paprika-Gewürz nimmt, dann wird es sowieso mal ein wenig dunkel. Aber so, seht ihr? Ja. Der Knochen. Und die Marinaden, die ist so geil. Da muss man nichts mehr bebindeln. Ne? Das sind deutsche Chicken Wings, Alter. Auf meine Art. Warte mal. Ja, der Knochen. Knochen hier. Boah. Und natürlich mega saftig. Ja. Jo. Ich denke, die Challenge, die Herausforderung, gleich sehr gut gemeistert. Die ganzen Sachen,
Geht nach den Marinaden hoch. Kommt mal richtig geil durch. So. Und genug gelabert. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grün. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Und ich hoffe, alles hat euch Spaß gemacht. Tschüss. Servus. Oh. Euer Holger. Ja, meine Videos werden natürlich live gedreht und manchmal passieren mir natürlich peinliche Pannen, wie zum Beispiel vorhin bei meinen Chicken Wings, also wie gerade bei meinen Chicken Wings. Also ich habe da gesagt, ich habe 240 Grad gehabt, habe ich auf 260, 270 Grad und bla bla bla. Nee, ich meine natürlich runtergekühlt auf 160, auf 170 Grad. Tut mir leid, ja, Entschuldigung, aber das passiert. Bei mir ist alles live und ich trinke ja schließlich ein wenig Bier dabei. Und so soll das auch sein beim Grillen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, die Grillzeit war circa ein Stündchen, sagen wir mal, eine Stunde. Haut euch rein, servus, euer Holger.